Die Länder und der Bund haben Mitte Dezember einen harten Lockdown für Deutschland beschlossen. Das ist niemandem leicht gefallen, aber wir mussten so entscheiden, um einen drohenden nationalen Gesundheitsnotstand abzuwenden. Das oberste Ziel war und ist, Leben zu schützen und Leben zu retten. Wir haben uns die letzten Tage intensiv mit der Situation beschäftigt, haben gestern mit den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, mit Experten des RKI, mit Experten der Wissenschaft zusammen uns die Lage schildern lassen. Und wir sind uns einig, die Lage ist weiterhin ernst. Und die Wirkung des harten Lockdown auf das Infektionsgeschehen ist momentan nur sehr schwierig zu bewerten. Es liegt an folgenden Umständen. Erstens, über die Weihnachtstage zwischen den Jahren und über den Jahreswechsel sind weniger Menschen zum Arzt gegangen. In dieser Zeit gab es einen erheblichen Meldeverzug und es ist in dieser Zeit, so zeigen auch die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen, weniger getestet worden. Deshalb sehen wir zwar in den Zahlen sinkende Tendenzen, aber sie sind nicht repräsentativ für die Situation in unserem Land. Wir wissen nicht, wie sich die Weihnachtstage, die vielen Begegnungen und wie sich der Silvestertag ausgewirkt hat. Und zwischen dem Infektionszeitpunkt und ersten spürbaren Symptomen kann außerdem einige Zeit vergehen. Und wir wissen vor allem nicht, wenn es jetzt Reiserückkehrer gibt. Leider haben viele Menschen die Gelegenheit immer noch zu reisen genutzt, wie sich das auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Und ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist dazugekommen, gerade in den letzten Wochen. In Großbritannien und Südafrika ist eine Virusmutation festgestellt worden, durch die sich jetzt das Virus noch schneller verbreitet. Ob das bereits in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland der Fall ist, in welcher Weise das wirkt, kann uns die Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Und insofern ist jetzt äußerste Vorsicht geboten. Das war das, was heute die Ministerpräsidentin und die Bundeskanzlerin bei ihren langen Beratungen am heutigen Tag im Detail beschäftigt hat. Ob die Belastung des Gesundheitssystems abnimmt, wird sich frühestens in einigen Wochen zeigen. Wir haben bereits deutsche Bundesländer, die an der Grenze der Belegung der Krankenhausbetten und der Intensivplätze angekommen sind. Die Lage in Nordrhein-Westfalen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so, dass wir die Patienten nicht mehr behandeln könnten. Aber ich weiß auch aus meinem Besuch in der Universitätsklinik Düsseldorf und aus Gesprächen mit anderen Kliniken, dass die Lage weiter ernst ist und alle unter Hochdruck im Moment in den Kliniken arbeiten. Die Zahlen liegen also weiter auf einem hohen Niveau und die Todeszahlen sind auch am heutigen Tag wieder viel zu hoch. Und insofern brauchten wir heute Entscheidungen, die vorsichtig sind, die aber auch mit Augenmaß gefällt werden und die uns in den Zeitpunkt nach dem 17. Januar bringen, wenn wir etwas mehr Klarheit haben. Der Präsident des RKI, Herr Wieler, hat diesen 17. Januar genannt. An diesem Tag kann man das Infektionsgeschehen besser beurteilen und die nächste Ministerpräsidentenkonferenz wird dann eine Woche später im Lichte dieser Zahlen zusammenkommen, um die Zeit ab Februar und März dann zu beurteilen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch härtere Maßnahmen, um die Kontakte weiter zu beschränken. Insbesondere die vielen Kontakte sind es, die das Virus weitertragen. Die bisherigen Beschränkungen, die bis zum 10. Januar beschlossen wurden, sollen jetzt bis zum 31. Januar verlängert werden. Ab dem 11. Januar, also das ist der Zeitpunkt, wenn die Verordnung ausläuft, gelten zudem neue Kontaktbeschränkungen. Für private Zusammenkünfte gilt dann,
Es dürfen sich nur noch treffen Angehörige eines Hausstands plus eine weitere Person. Damit legen wir das Modell des Kontaktverbots wieder auf, das viele Bürgerinnen und Bürger von März und April kennen. Damals hatte Nordrhein-Westfalen dieses Modell des Kontaktverbots entwickelt. Dem haben sich die Länder angeschlossen. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, auch aus unserem Land, dass das damals gewirkt hat. Es ist einfach zu verstehen, es ist zielgerichtet und es ermöglicht uns, jetzt einen weiteren Schritt bei den Kontaktbeschränkungen zu gehen. In den Regionen, die einen Inzidenzwert von über 200 haben, dürfen sich Menschen ohne triftigen Grund nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um den Wohnort bewegen. Das bedeutet, tagestouristische Ausflüge sind kein triftiger Grund. Der Arbeitsplatz ist ein triftiger Grund, aber kein tagestouristischer Ausflug. Und damit haben wir auch eine Möglichkeit, die schwierige Situation im Sauerland, die schwierige Situation in Winterberg mit klaren Regeln in Zukunft noch besser in den Griff zu bekommen, als das die Verfügungen der Städte in den letzten Tagen möglich gemacht haben. Beim Bildungsbereich hat die Kultusministerkonferenz in ihren Beratungen am gestrigen Tage festgestellt, dass die Aussetzung von Präsenzpflicht und Distanzunterricht in den Schulen, ich zitiere wörtlich, über einen längeren Zeitraum nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen bleibt. Diesen Text hat die Ministerpräsidentenkonferenz heute übernommen. Wir wissen, dass das, was wir jetzt tun, auch diese Konsequenzen für Kinder und Jugendliche haben kann. Deshalb sind wir einig, sollte es zu einem Zeitpunkt, der heute noch nicht abzusehen ist, weitere Öffnungen geben, werden wir bei Bildung und Betreuung beginnen. Was das für Nordrhein-Westfalen bedeutet, erörtern gerade am heutigen Abend sowohl der Familienminister als auch die Schulministerin mit den jeweiligen Verbänden. Das Kabinett wird morgen zu einer Sondersitzung zusammenkommen und danach werden die beiden Fachminister dann erläutern, was das für die Kitas und die Schulen in Nordrhein-Westfalen bedeutet. Klar ist, es wird anknüpfen an die Regelungen, die wir vor Weihnachten gekannt haben. Die bisherigen Wirtschaftshilfen werden fortgeführt. Auch das hat der Bund heute zugesagt. Und wir haben uns dann eine lange Zeit auch mit der Impfstrategie und der öffentlichen Diskussion, die wir seit einigen Tagen erleben, beschäftigt. Und ich habe in der Ministerpräsidentenkonferenz hier noch einmal für Nordrhein-Westfalen deutlich gemacht. Wir halten den europäischen Weg, den man eingeschlagen hat, für richtig. Ein Impfwettbewerb zwischen einzelnen EU-Mitgliedstaaten mit gegenseitigen Überbietungswettbewerben auf den Märkten hätte sowohl für Deutschland als auch für die anderen Mitgliedstaaten negative Konsequenzen bedeutet. Wir sprechen mit einem Unternehmen, das ist das Unternehmen Pfizer, die ja mit BioNTech verbunden sind, einem amerikanischen Unternehmen, die auch sehr harte Bedingungen erwarten. Es ist, das haben Sie gestern alle berichtet, unter anderem aus Brüssel zu hören, dass man beispielsweise einen Haftungsausschluss wollte. Dieser starken Marktmacht kann Europa nur gemeinsam entgegentreten. Und deshalb war es richtig, dass die Europäische Kommission für 450 Millionen Einwohner mit den entsprechenden Unternehmen verhandelt hat. Und dieser Weg ist heute von der Ministerpräsidentenkonferenz bestätigt worden. Darüber hinaus ist es richtig, dass wir keine Notzulassung gemacht haben. Viele sagen, wieso geht das in den USA und in Großbritannien schneller? Notzulassung bedeutet, die Testverfahren wären nicht komplett abgeschlossen gewesen und wir waren für eine gründliche Prüfung dieses Impfstoffs, denn so ist nur Vertrauen bei den Menschen zu erreichen, wenn man sich auch die Zeit nimmt, potenzielle Nebenwirkungen bis ins Letzte zu untersuchen und erst dann den Impfstoff zuzulassen. Und dass man das nicht national im Alleingang lösen kann, ist doch für uns in Nordrhein-Westfalen völlig erkennbar.
Wenn nur Deutschland seine Bewohner impfen würde und in Belgien und den Niederlanden andere Regeln gelten würden, würde das Virus doch sehr schnell uns auch wieder erreichen. Und deshalb ist dieser gesamteuropäische Blick richtig. Und deshalb ist ein Vorschlag von uns aufgenommen worden, dass Bund und Länder ausdrücklich diese gemeinsame Impfstoffbestellung durch die Europäische Union unterstützen, dass es richtig war, für 27 Länder den Impfstoff zu sichern und dass nationale Alleingänge wirkungsvollen Gesundheitsschutz nicht möglich machen. Darüber gibt es jetzt einen überparteilichen Konsens. Natürlich wird man potenzielle Fehler untersuchen müssen, im Vergabeverfahren sehen, war das richtig, hatte man die richtigen Mengen. Alle die berechtigten Fragen, die die Bürger auch stellen, müssen aufgeklärt werden. Aber der Weg war dennoch richtig. Und für uns in Nordrhein-Westfalen bleibt die Priorität, wir werden mit mobilen Teams zunächst die Alten- und Pflegeheime impfen. Minister Laumann hat hier zugesagt, dass ab 18. Januar Ärztinnen und Pfleger in den Covid-Stationen und Intensivstationen und Krankenhäusern geimpft werden. Und alle über 80-Jährigen werden in Nordrhein-Westfalen schriftlich informiert. Das ist auch nicht in allen Ländern so. Wir halten das für den richtigen Weg. 80-Jährige müssen nicht jeden Tag anrufen bei den Hotlines, sondern sie bekommen von uns die Garantie, dass sie schriftlich informiert werden und dann ihren Termin beim Impfzentrum machen können. Und auch da ist es wichtig, vor 10 Monaten hätte niemand geglaubt, dass wir heute einen Impfstoff haben. Wir sind in einer glücklichen Situation. Jetzt geht es darum, so schnell und so effizient wie möglich die Menschen zu impfen. Bis gestern waren 87.355 Impfdosen im Landeslager abgerufen. Und mit Ablauf des morgigen Tages werden wir die Zahl von 100.000 Impfungen überschreiten. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für die kurze Zeit, über die wir sprechen. Das alles ist nicht schön. Das sind schmerzhafte Maßnahmen. Wir leben in einer Zeit, in der solche Maßnahmen erforderlich sind. Ich bin froh, dass das heute wieder im Konsens aller 16 Länder gelungen ist. Sie wissen, dass manche Bundesländer ganz massiv und mit hohen Inzidenzen auch heute noch von der Pandemie betroffen sind. Nordrhein-Westfalen liegt da im Mittelfeld der Länder, aber wir haben dennoch solidarisch alle diese Maßnahmen mitgetragen, werden sie in Nordrhein-Westfalen 1:1 umsetzen. Und in dieser entscheidenden Phase ist der Appell an alle noch einmal da. Lassen Sie uns diese Wochen, in denen der Impfstoff noch nicht überall angekommen ist und die Inzidenzzahlen hoch sind, gemeinsam durchstehen. Dann haben wir wirklich die Chance, in diesem Jahr 2021 die Pandemie zu überwinden.